So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr Optifine installiert und was dabei zu beachten ist. Zuerst müssen wir einmal den Minecraft-Launcher starten und eine Version auswählen, auf der wir Optifine installieren möchten. Die letzte Version von Optifine gibt es zu 1.14.4. Und ich werde euch das auch an 1.14.4 zeigen. Für alle früheren Versionen geht das auch. Also im Installationsverfahren unterscheidet sich das gar nicht. Dann klicken wir drauf, geben der Welt mal einen Namen, nennen jetzt einfach mal Optifine und klicken dann auf Erstellen. Und damit wir jetzt Optifine installieren können, müssen wir einmal auf Spielen klicken. Dann lädt er kurz was runter. Und sobald wir dann in-game sind, Hauptmenü reicht, dann können wir auch wieder auf Quit Game klicken. Jetzt befinden wir uns auch schon auf der Optifine-Seite. Ein Link zu dieser Seite ist in der Videobeschreibung. Wir klicken einmal auf Downloads und suchen uns dann unsere Minecraft-Version raus. Wir haben jetzt 1.14.4 und klicken dazu auf Mirror. Dann sehen wir hier diesen Link und klicken einmal da drauf. Datei speichern, ja, das wollen wir. Und es könnte auch sein, dass euer Browser anzeigt, dass dieser Download ein Virus enthält. Das stimmt aber nicht. Und da könnt ihr dann einfach auf Bestätigen oder OK klicken. Ich habe jetzt hier meinen Explorer geöffnet und gehen zu dem Reiter Downloads und müssen dann sehen, Optifine 1.14.4 HD, bla bla bla. Dann klicken wir einmal mit Rechtsklick drauf. Und dann auf Öffnen mit Java. Und hier ist jetzt wichtig, dass ihr Java installiert habt, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn wir dann zum Beispiel Linksklick zweimal drauf klicken würden, dann würde das zum Beispiel mit WinRAR geöffnet werden. Dazu müsst ihr einmal Java installieren. Der Link zu Java ist auch in der Videobeschreibung. Und klicken dann einfach hier drauf. Dann lädt das eine kurze Weile und dann öffnet sich auch schon dieses Fenster hier. Und hier dieser Ordner, der müsste eigentlich stimmen. Da muss am Ende Punkt Minecraft stehen. Falls dieser Ordner nicht stimmt, müsst ihr den manuell raussuchen. Und ja, das weiß ich nicht. Wo auch immer ihr Minecraft dann installiert habt, müsst ihr den dann raussuchen. Aber im Normalfall zeigt er immer diesen Ordner an. Dann klicken wir einmal auf Install. Und dann erscheint auch schon dieses Pop-up-Fenster. Optifine ist successfully installed. Dann klicken wir auf OK. Und Optifine ist installiert. Wenn wir dann jetzt wieder in dem Minecraft-Launcher sind, dann sehen wir schon hier, dass sich dieses Bildchen geändert hat. Und hier diese Version wurde quasi einmal kopiert zu dieser Version. Und jetzt können wir diese Version starten. So, und wenn ihr dann in-game seid, dann könnt ihr einmal C drücken, um zu checken, ob Optifine noch wirklich installiert ist, weil dann habt ihr zum Beispiel so einen Zoom. Wenn ihr dann in die Einstellungen geht und auf die Video-Settings, dann seht ihr, dass hier viel mehr Reiter sind, zum Beispiel Shaders, Details und Animations. Optifine bietet da einfach viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich gerne über eine Bewertung und einen Kommentar. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.